Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4. Gut, Wiki, liebe Freunde. Und ihr wundert euch bestimmt, warum zum Teufel sind wir hier? Und ja, das kann ich erklären. Ich hatte in der letzten Aufnahme ein paar Probleme. Sagen wir es mal so, ich habe 2 Folgen aufgenommen und hatte einfach mal mein Mikrofon aus. Das war ganz klasse. Und in der letzten Folge war ich dann hier auf diesem Festival. Und das war eigentlich das Romantikfestival gepaart mit dem mit der Geekong, die irgendwie auch noch nicht den Platz räumen wollte. Wie ihr seht, ist das ein bisschen verbuggt. Also es ist das Romantikfestival meets Geekong. Und ja, hier ist halt alles, steht hier noch von der Geekong und vom Romantikfestival, steht hier irgendwie alles so zusammen ineinander. Und ich glaube, so muss das nicht. Ja, ihr seht, es ist ziemlich voll. Und ja, das fand ich in der letzten Folge ziemlich witzig. Ich habe mich da auch sehr köstlich drüber amüsiert. Leider konnte man es nur nicht hören, weil ich das Mikrofon aus hatte. Aber nun gut, liebe Freunde. Ich habe heute wieder Infos für euch, denn es ist im Moment Gamescom-Zeit. Und wer gut aufgepasst hat, der hat mitbekommen, dass EA gestern was Großes angekündigt hat. Und zwar, Freunde, haltet euch fest, Haustiere! Ich habe es so gefeiert, Freunde. Hunde und Katzen wird es demnächst bei Sims 4 geben. Und, oh mein Gott, ich bin so ausgerastet gestern. Ich habe mir gedacht, ja, es sind die Haustiere. Ich freue mich so mega. Und es ist einfach nur mega geil. Es sind wirklich die Haustiere geworden. Und ihr wisst ja, dass ich mir das immer am meisten gewünscht habe, neben dem Wetter. Und, ja, das Festival endet in einer Stunde. Und ja, ich freue mich einfach mega darüber. Ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, ob ihr euch genauso freut wie ich. Am 10. November ist es, glaube ich, soweit. Dann wird es die Sims 4 Erweiterungspack Hunde und Katzen geben. Oder Katzen und Hunde, wie man es drehen und wenden möchte. Und es wird einfach nur super. Das könnt ihr euch, ja, das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal... Der Sache könnt ihr euch sicher sein. Also, ja, was wird es dann alles geben? Also, es wird Hunde und Katzen geben. Es wird keine Pferde geben, soweit ich weiß. Und es wird mit Sicherheit noch kleinere Haustiere geben. Das weiß ich allerdings nicht. Und man wird die Hunde und Katzen leider nicht steuern können, so wie es damals bei Sims 3 der Fall war. Aber immerhin wird es Hunde und Katzen geben. Hallo? Ich raste aus. Und ich habe so viele coole Sachen gesehen schon im Trailer. Guckt euch den Trailer auf jeden Fall an. Den findet ihr bestimmt auf der offiziellen die Sims-Seite und sonst auf allen möglichen Fanseiten, simfans.de und. Da müsst ihr euch das gerne mal angucken. Es ist einfach nur geil, süß, knufflig. Ich weiß es nicht. Ich bin ausgerastet, ja? Und ich freue mich schon mega darauf, dass die Girls WG dann ein eigenes Tier bekommt. Ein Hund oder eine Katze oder beides. Das schauen wir dann mal. Ich werde aber auch noch ein separates LP dazu machen, also ein separates LP zu dem Tier-Add-on und das wird dann auch nochmal richtig geil. Falls ihr da irgendwelche coolen Ideen jetzt schon habt, schreibt die mir auf jeden Fall jetzt in die Kommentare, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann habe ich natürlich noch, ja, Gamescom allgemein. Ich werde am Samstag da sein, ich sag's jetzt nochmal. Und ja, Samstag werde ich dann dort rumlaufen. Also falls ihr auch Samstag da seid, ich bin mit dem Bart da unterwegs. Ihr werdet uns auf jeden Fall erkennen. Den Bart erkennt man ja eigentlich relativ gut. Und ich denke, mich dann auch. Ich muss mir gerade mal eben einen Zopf machen, unprofessionell wie ich bin. Aber ich werde das halt immer auf Twitter immer mal wieder posten, wo ich gerade bin. Oder auf Snapchat oder auf Instagram. Also haltet das alles mal ein bisschen im Auge. Falls ihr am Samstag auf der Gamescom seid, dann können wir uns auch gerne treffen. Und ja, dann können wir Fotos machen. Ich werde euch natürlich ablecken, wie ich es versprochen habe. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ne? Und das wird auf jeden Fall ganz klasse. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt hier mal die Geekong. Heute gibt es übrigens mal eine Special Girls WG Folge, weil ich ja am Montag keine Girls WG Folge gebracht habe. Habe ich mir gedacht, heute gibt es mal eine Doppelfolge. Also doppelte Länge. Ich hoffe, ihr freut euch. Ja, da machen wir heute nämlich mal 40 Minuten oder irgendwas mit 38. Ich habe jetzt nicht mehr so ganz genau auf die Uhr geguckt, aber es wird auf jeden Fall eine Doppelfolge und die wird länger als sonst. Ja, ich habe mir dann gestern gedacht, als ich gespielt habe, kommen wir, nehmen mal Mia, Mason, Dominic und Mary und gehen mal zusammen auf das Romantikfestival, machen uns mal so einen schönen Abend zu viert. Ich hatte vorher Liam und Sarah ein bisschen schon mal angefreundet, damit die beiden so ein bisschen Friends sind und... jetzt wollte ich schauen, dass wir sie auf jeden Fall in dieser Folge noch altern lassen. Wir haben ja genug Zeit, denn da wartet ihr alle auch schon sehnsüchtig drauf und ich ehrlich gesagt auch. Und deswegen machen wir das. Jetzt ist gerade der Ladebalken da, dann kann ich mal eben kurz ein Schlückchen Kaffee trinken. Der steht hier nämlich neben mir und es ist morgens, deswegen gönne ich mir den jetzt. Mmh.
Freunde. Es ist so erfrischend. Ich werde übrigens schon ab Freitag in Köln sein. Also wenn ihr so in Köln lebt oder rumlauft, könnt ihr mir gerne schreiben bei Instagram, Snapchat, Twitter oder sonst wo. Ich werde das da mal durchchecken. Falls da ein paar Leute in Köln sind, werde ich da auch immer mal wieder meinen Standort posten. Dann könnt ihr gerne auch dahin kommen, auch außerhalb der Gamescom, damit auch die eine Chance haben, die halt nicht auf die Gamescom gehen und vielleicht gerade in Köln wohnen. Das wäre natürlich super praktisch. So, was geht jetzt hier ab? Ihr seid jetzt alle wieder gut gelaunt. Die Kinder haben jetzt hier das Haus für sich übernommen. Sieh vor! Und ich würde sagen, morgen lassen wir die beiden hier altern. Die sind nämlich gerade bester Laune. Ich guck mal eben. Ja, der ist ganz guter Laune. Der kann sich eigentlich mal eben hier dazusetzen, weil ich wollte die schon gerne ein bisschen angefreundet haben. Die hatten sich ehrlich gesagt nicht so gut verstanden, wie wir gedacht hatten. Denn immer wenn ich gesagt habe, die sollen hier so ein bisschen zusammen über Spielzeug reden und, dann haben die irgendwie immer Minuspunkte bekommen und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Anscheinend sind sie nicht so richtig auf einer Wellenlänge, aber das ändern wir schon. Das machen wir schon irgendwie. Wo ist der Liam denn? Ach, der Liam ist ganz oben, okay. So, die Mary, die kann mal eben auf Pipi gehen, weil die muss ganz dringend. Moment. Hier in unserem kleinen, aber feinen Badezimmer. Ach, Macy Base hat sich gerade in die Badewanne geschmissen. Okay, dann können wir jetzt hier gerade nicht auf Klo gehen. Dann gehen wir mal oben. Die muss sowieso oben gehen, weil sie dann irgendwie mal schlafen müsste. Und der Dominik kann dem nachkommen rein, theoretisch. Der muss nur mal eben noch was essen. Das können wir auch mal eben machen. Ich wollte auch gerne noch mit Mary morgen zur Arbeit gehen. Schnelle Mahlzeit. Nehmen wir mal einen Joghurt. Gönnen wir uns mal Joghurt und dann können wir auch hier unten auf Klo gehen und oben dann schlafen. So, und ich freue mich schon mega auf die Gamescom, die ist ja gerade im vollen Gange und natürlich die große Ankündigung von EA war natürlich schon direkt mal mega. Also da habe ich mich wirklich, wirklich sehr, sehr drüber gefreut gestern. Das war wirklich die Nachricht des Tages und da werden wir auf jeden Fall irgendwas Cooles mitmachen mit dem Erweiterungspack und ach, es wird einfach so toll, Freunde. Glaubt's mir, es wird wirklich toll und ich freue mich echt super drauf. Echt, der Dunkin' King hier. Ich glaube, das hängt so hoch, ne, wegen diesem Fundament. Jedes Mal steht er dann da oben in der Luft. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt sollte, warum er das jetzt gerade gemacht hat. Aber gut, er fand es einfach nur klasse. So, ihr hattet mir auch ein paar Sachen wieder in die Kommentare geschrieben. Jetzt habe ich hier gerade die Kommentarbox nicht auf. Moment, ich mache das mal eben gerade, damit ich hier die Top-Kommentare habe. Da ist es. Moment, mal eben hier Stopp drücken, nicht, dass ihr noch die Werbung hört. Geh mal eben wieder hier rein. Und zwar hat Angelina Maria Z geschrieben. Und was machen wir, wenn das mit dem Mod nicht funktioniert? Sollen dann Mia und Mason aussehen oder sollen Mary und Dominic aussehen? Wir haben mit Mary nichts vor und du kannst das Alter nämlich bei Sims in einem anderen Haushalt ausschalten. Das stimmt, liebe Angelina, weil es hatte jemand geschrieben, dann würden die ja sterben, beziehungsweise würden die ja altern und wir würden es nicht mitbekommen. Das ist allerdings nicht der Fall. Weil man kann das ausschalten, dass bei nicht gespielten Sims die Alterung dann deaktiviert ist, mehr oder weniger. Deswegen könnten wir das rein theoretisch machen, aber wir probieren erstmal den Mod. Dann hat mir Emma Watson geschrieben, natürlich die echte von Harry Potter, also Hermine ist hier auch in den Kommentaren vertreten, ne? Das ist natürlich die wirklich echte Emma Watson. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Kannst du Jill und Sebastian zusammenziehen lassen und einen Teenager-WG gründen? Like, damit sie es sieht. Ja. Da waren tatsächlich 334 Leute für. Das Problem ist, wir haben ja schon diese eine Teenager-WG mit Celine und Co.KG. Ja, also ich finde die Idee schon gut. Allerdings nicht, dass ich sie spiele. Weil wenn jetzt demnächst das Tier-Add-on kommt, haben wir noch ein neues Let's Play. Und ich muss ja auch gucken, dass ich das dann irgendwie alles aufgenommen bekomme. Und da ich noch arbeiten gehe, kann ich mir nicht so viele Projekte auf einmal aufhalten, sonst kommt wieder alles nur halb oder gar nicht und das will ich einfach nicht mehr. Ich will das ein bisschen wirklich regelmäßiger halten und eigentlich hatte ich schon gesagt, ich gebe am Montag wieder Gas und dann kam das dazwischen, dass ich das nicht aufgenommen habe, beziehungsweise das Mikro nicht anhatte und das hat mich wieder so geärgert, dass ich schon wieder keinen Bock mehr hatte. Ihr kennt das vielleicht. Weil es ist einfach so doof, man nimmt halt die ganze Zeit diese Folge auf und dann irgendwann guckst du dir die Folge an und denkst dir so, Scherz, oder? Jetzt hast du die ganze Zeit das scheiß Mikrofon ausgehabt und es ist halt mega nervig und man hat dann einfach keinen Bock mehr, das jetzt nochmal alles zu machen, weil es ist einfach doof. Es ist einfach doof, es nervt einfach und deswegen, da habe ich mich über mich selbst wieder mehr aufgeregt als über alles andere. Über die eigene Blödheit. Ich hatte es nämlich kurz vorher das Unboxing geschnitten, was von Get Digital auf meinem Kanal gerade ist. Das hatte ich vorher geschnitten und
habe dann kurz eine Seitenaufnahme gemacht, das habt ihr ja bestimmt gesehen, um euch das jetzt einfach nur mal zu erklären, von dieser Seite von Get Digital, und weil ich nicht wollte, dass man mich jetzt da irgendwie so atmen hört, während ich das aufnehme, habe ich das Mikrofon kurz auf stumm geschalten, bei OBS allerdings. Und deswegen habe ich mich trotzdem über das Mikrofon die ganze Zeit gehört, aber OBS hat es einfach nicht aufgenommen, ja. Und deswegen, das war einfach total scheiße und hat mich irgendwie aufgeregt. Dann hat Lili Schmidt geschrieben, kann Mia und Mason Sebastian nicht beim Fremdgehen erwischen und sagen es dann Jill? Sie trennt sich dann, bis sie merkt, dass sie schwanger ist, und vor Angst sagt sie keinem, bis es irgendwann auffällt und Sebastian und Jill wieder zusammenkommen. Ja, also die Idee finde ich auch nicht schlecht. Da müssen wir nochmal schauen. Wir müssen sowieso mal schauen mit Jill und Sebastian, dass die da irgendwie sich nochmal ein paar Mal heimlich treffen. Das ist ein bisschen schwieriger als gedacht tatsächlich. So, Moment. Was machen wir jetzt? Was macht ihr denn jetzt hier? Ihr zwei Hasi-Pupsis, ihr solltet vielleicht euch auch mal, obwohl ihr seid morgens ziemlich fit eigentlich, ne? Bräucht ihr eigentlich nicht. So, ich würde sagen, wir rutschen einfach mal. Rutschen mit Sarah, weil Sarah ist ja sowieso gerade hier. Und die hat eigentlich auch sehr gute Laune tatsächlich. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Moment, ich muss mal eben hier ganz kurz. So, da bin ich wieder. Also. Rutscht er jetzt? Oder läuft er einfach nur durch die Rutsche? Rutscht er schon oder steht er noch? Ich weiß es nicht. So, ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir heute mal so eine Doppelfolge machen. Dann erreichen wir auf jeden Fall auch viel mehr. Die beiden können sich jetzt noch ein bisschen anfreunden. Wir haben heute Sonntag, 6 Uhr morgens. Rein theoretisch wäre es eine coole Möglichkeit, dass wir heute wirklich Geburtstag feiern. Ich guck mal gerade, du musst heute um 8 Uhr arbeiten. Eigentlich müssten wir auch mit ihr zur Arbeit gehen. Aber das schaffen wir ja noch voll im Zeitplan. Dann gehen wir heute mit Mary zur Arbeit und lassen dann die beiden Mäuse altern, wenn wir wieder zurück sind, oder? Das würde ich, glaube ich, ganz cool finden. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich guck mal, wie es Mary gerade geht. Die sollte vielleicht mal aufstehen. Die muss jetzt nämlich gleich schon. Scheiße, scheiße, scheiße. Warte mal, wir gehen mal eben duschen schnell. Schnell, duschi, duschi. Und dann schnell noch was zu essen reinschaufeln. Ich hoffe, heute haben wir die OP unseres Lebens. Schnelle Mahlzeit, Cerealien. Ihr habt euch das auch schon immer mal gewünscht, dass mal so eine lange Folge Girls WG kommt. Ich weiß. Und, ja. Es ist halt immer schwierig, ne? Ich gebe wirklich mein Bestes, was das Aufnehmen angeht. Aber manchmal läuft es dann eben doch nicht so, wie ich es mir wünsche. Mason ist zur Arbeit. Das freut mich sehr für Mason. Ich trinke hier gerade nochmal einen Schluck Kaffee, sonst gleich Kaffee kalt. Das wäre dann sehr doof und unprofessionell an dieser Stelle. Es ist einfach so gut. Badadina. Das ist schon traurig, wenn du das schon mitsingen kannst. So. Jetzt mach hier nicht die Duschung, sondern geh runter und ess. Dankeschön. Mary ist irgendwie so dünn wieder geworden, oder meine ich das nur? Guckt euch sie mal an. Hat die wieder Sport gemacht? Also bei Mary ist es wirklich so, ne? Die war echt mal, dann entweder ist sie ein bisschen pummeliger, dann war sie mal echt ein bisschen dicker. Jetzt ist sie wirklich wieder sehr dünn. Also ihr Gewicht schwankt wirklich so hin und her. Ich glaube, das liegt daran, weil sie ein Vielfraß ist. Und, wir sie aber trotzdem zwischendurch mal ein bisschen aufs Laufband schicken, damit sie ein bisschen was tut. Ich muss mal gerade gucken, wie es bei euch hier aussieht mit den Hausaufgaben. Okay, das sieht aus, wenn du sie gemacht hättest. Hausaufgaben machen. Nein, mach die Hausaufgaben. Wir machen mit. Wir machen mit. Wir machen mit. Wir machen mit. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob heute mal hier auf der Arbeit was läuft, OP-technisch. Es ist total doof, dass man das irgendwie selber nicht beeinflussen kann, weil viele haben auch geschrieben, da muss sich halt mal jemand verletzen und dann gibt es auch eine OP. Aber das Problem ist, ich kann die Sims sich nicht verletzen lassen irgendwie, so, dass sie sich jetzt ein Bein brechen, was weiß ich. Ja. Ach so, was ich noch vergessen habe, bei den Tieren, das wird nochmal richtig geil, da wird es eine neue Karriere geben, und zwar die Tierarztkarriere. Oh mein Gott, Freunde, ich sterbe, es wird so toll. Es wird einfach nur so toll. Wir werden wieder so richtig viel geiles, neues Gameplay, erfrischendes Gameplay haben. Und es wird einfach nur super. So, die Ärztin ist im Hause. Guten Tag, Chef ist da. Freunde, bemüht euch. Mary geht natürlich direkt zu Speck-Salaten-Tomaten-Sandwich. Salaten vor allem. Und gönnt sich erstmal. Ich weiß gar nicht, wo gibt's das denn hier? Ich habe es nicht hier stehen sehen. Aber dann ess das mal. Und dann, wenn du damit fertig bist, würde ich sagen, geben wir direkt mal Gas. Ach, da steht da einfach so random im Kühlschrank drin. Okay, ist klar. So, ich trinke nochmal einen Schluck. Manchmal ist es, als ob ich hier mit euch zusammen sitze und Kaffee trinke. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Ja, im Moment bin ich irgendwie so ein bisschen am Süchteln. Und zwar
PlayerUnknown's Battlegrounds, das kennt ihr bestimmt schon. Das spielen ja im Moment sehr, sehr viele. Ich spiele das im Moment mit dem EA Party, falls ihr den noch kennt aus Dead by Daylight. Und dem Bart natürlich. Und es ist mega witzig. Wir wollen gerade so ein bisschen noch üben, damit wir so ein bisschen reinkommen. Ist ja echt nicht ganz so einfach. Aber wir wollen das auf jeden Fall dann auch mal let's playen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich für viele von euch auch so nicht so mein Ding. Aber schaut auf jeden Fall rein. Ich bin ja immer noch Zocker-Mimi und es ist immer noch lustig. Also, Unprofessionalität ist auch da in der Tagesordnung. Wir hatten da echt schon sehr, sehr witzige Situationen, wo wir uns wirklich kaputt gelacht haben. Und deswegen denke ich, zum Anschauen ist das einfach auch manchmal lustig, auch wenn man das Spiel vielleicht gar nicht so sehr mag. Also das habe ich ganz oft zum Beispiel beim Gronkh. Ich mag das Spiel gar nicht so sehr oder finde das Spiel gar nicht so toll, würde mich normalerweise gar nicht interessieren und will ich auch nicht selber spielen. Aber ich gucke es halt gerne beim Gronkh, weil es einfach witzig ist, ja. Und deswegen, ich hoffe natürlich, dass ihr manchmal dasselbe habt und das auch bei mir guckt. Deswegen gibt den neuen Spielen gerne eine Chance, falls irgendwas Neues als Let's Play hier kommen sollte. Und ja, PlayerUnknown's Battlegrounds wollte ich auch ganz gerne mal im Livestream machen. Ich wollte auch ganz gerne mal auf Twitch rüber wechseln. Da bin ich gerade dran. Da habe ich tatsächlich auch schon Follower. Ich bin schon echt cool, ne? Und ja, da können wir auf jeden Fall dann mal gucken, ob wir dann mal auf Twitch wechseln mit den Livestreams. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Weil YouTube ist ja im Moment so ein bisschen kritisch unterwegs, ne? Die sperren ja so manche Videos, Monetarisierung und sowas wird da ausgeschaltet. Oder Sachen wie zum Beispiel ab 18 Videos werden auch wirklich nur noch ab 18 gezeigt. Sonst bekommt man Strikes und. Da haben ganz viele Leute sehr informative Videos so gemacht. Die könnt ihr euch gerne mal angucken. Also im Moment ist auf YouTube so ein bisschen der Wurm drin. Und ja, da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns so ein zweites Standbein aufbauen. Ja, wir alle zusammen als Zockerscrew. Und damit wir uns nicht irgendwann doch mal aus den Augen verlieren hier auf YouTube. Man weiß ja nicht, wo das noch hinführt. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn wir dann einfach mal rübergehen noch auf Twitch und schauen mal, was da so abgeht. Da könnt ihr auch einfach ganz normal abonnieren. Da gibt es zwar auch diese Abonnieren, Subscribe-Dingen für 4,99 oder sowas. Aber man kann es, glaube ich, auch so einfach gucken, weil man kann auch einfach so ein Herz geben und dann kann man auch so zuschauen. So, Hausbesuch. Jemand hat im Krankenhaus angerufen und um einen Hausbesuch gebeten. Klicke auf den Empfang, um den Haushalt zu besuchen. Ich will eine scheiß fucking OP und nicht so einen blöden Hausbesuch. Ich will keinen Hausbesuch. Ich will zu Hause keinem helfen. So, wir machen mal eben hier ärztliche Anordnung, Röntgen untersuchen. Ich hoffe, sie hat alle Knochen gebrochen und wir müssen sie operieren. Aber ich würde ja sowieso mal pauschal sagen, dass die Leute ja alle eine OP brauchen. Ja, guckt euch das an, das Elend. Die brauchen alle eine OP, ich sehe es doch. Ich hoffe, man hört mich hier nicht zu laut schlucken, trinken, wie auch immer. Aber eigentlich können wir auch drauf scheißen, oder? Das ist doch hier Unprofessionalität. Jetzt mal ganz ehrlich, stört es irgendjemand, wenn ich während des Let's Plays trinke? Ich glaube nicht, oder? Also mich stört das, sowas interessiert mich ja überhaupt null, ne? Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit sitzen würde und Chips essen würde, dann wäre es was anderes. Aber die habe ich hier auch liegen, Moment. Kennt ihr diese ungarischen Fritz-Sticks? Moment, ich gebe euch mal eben. So würde sich das anhören, wenn Zocker mir während des Let's Plays noch essen würde. Okay, wir lassen es. Boah, Chips am Morgen, irgendwie eklig. Aber okay, in der Mischung mit Kaffee geht das schon klar. Lecker! Moment, jetzt muss ich eben aufkauen, sonst, ne? Ihr wisst schon. Ah, lecker. Haben wir Chips zum Frühstück. Wir haben übrigens 10 Uhr morgens. Also, morgens ist es auch anders, aber es ist 10 Uhr. Und, ja. Ihr wisst Bescheid. The Nerve. Die Röntgenuntersuchung von Michelle ist fertig, aber peinlicherweise kann sich Mary keinem rein auf die Ergebnisse machen. Oh, die hat doch alle Beine gebrochen. Guck mal, wie die humpelt. Da. Humpel. Hm. Ich will doch nur eine Humpel. Einen Abstrich habe ich schon genommen, ne? Komm, ich guck mal hier eben, ob dieser Abstrich irgendwas gebracht hat. Ansonsten machen wir diesen Hausbesuch. Michelle Hennersdorf, was will er hier von mir? Mit Tobias plaudern. Nein, danke. Ich möchte gerade nicht mit dir plaudern, Tobias. Kümmer dich mal lieber. Besorg mir eine OP. Dann wirst du befördert. Denk immer dran, ich bin hier die Oberärztin. Noch nicht, aber ich bin hier Ärztin. Ich hab das Sagen. Weißt du, was ich viel cooler finden würde, wenn wir so einen weißen Kittel an hätten und nicht mehr so ein Billo-Hemdchen? Wir sehen ja aus wie er, weißt du? Ich meine, er sieht noch lower aus, aber wir sehen auch schon low aus. So. Hm.
Oh mein Gott, wir müssen dann auf jeden Fall die Tierarztkarriere machen. Das wird so geil. Eigentlich wäre es auch nicht schlecht, wenn wir das vielleicht mit Mia machen würden. Allerdings weiß ich nicht, wie das da aussieht, wenn wir raus müssen oder so. Ich weiß nicht, ob man da auch draußen was machen muss. Also ich weiß ja noch gar nichts. Weil Mia hat ja die Wissenschaftskarriere schon auf Level 10. Und dann könnten wir rein theoretisch sagen, wir machen nochmal eine neue Karriere mit Mia und fangen nochmal ganz von vorne an. Wir könnten das aber auch mit Jill machen oder mit irgendjemand anders. Aber wir können uns da bis zum 10. November können wir uns noch wirklich viel überlegen. Und bis dahin ist wahrscheinlich auch schon wieder viel passiert hier in der Ergebnisse analysieren. Ne, kann ich hier nicht. Bis dahin ist wahrscheinlich auch schon wieder viel passiert hier in der Girls WG. So, jetzt gucke ich mal eben, jetzt mache ich mal eben den Hausbesuch. Bist du sicher, dass du ein Zimmer auf einen Hausbesuch schicken müsstest? Er wird dann zu einem anderen Grundstück gebracht. Ja, ich bin mir relativ sicher. So, was stand denn hier sonst noch so in den Kommentaren? Ich guck gerade mal. Wie er einfach wegrennt und ins Männerklo geht. Ja, das war wirklich, wirklich sehr amüsant. Ja, er ist einfach abgehauen und hat sich im Männerklo versteckt. Richtig geil. Null Dislikes, so soll es sein. Ja, bleibt meistens nicht dabei. Es gibt doch immer wieder den einen oder anderen Hater, der sich da denkt, ach nö, die hat einfach mal einen Daumen nach unten verdient, die Frau. Aber können wir auch drauf scheißen. Ganz ehrlich, ich gucke gar nicht so wirklich da drauf, ob da jetzt mega viel... Was macht sie denn da? Was ist mit dem Kind? Das ist aber sehr kreativ, oder? Kind, was machst du da genau? Soll es werden, wenn du schützt hier schön die Lackfarbe schön ins Grundwasser reinsickern. Herrlich. Das mögen wir doch. Was haben die hier? Was sind das für Eltern? Ich glaube, die haben ganz andere Probleme. Ach, nee, komm, ich untersuche sie mal. Ja, was sie haben, ist ja wohl mal ganz klar. Sie brauchen auf jeden Fall mal eine Mütze Schlaf mit ihren Augenringen. Sie sind ein Vampir, falls sie das noch nicht wissen. Brand new. So, was hat sie jetzt? Medizin geben. Machen wir das mal. Und bei dir machen wir das auch mal. Zack. Ach, da kommen noch mehr. Als ob die hier alle wohnen, weißt du? Das ist immer so richtig fake. Oh mein Gott, ey. Ich freue mich schon so mega auf die Tiere. Ihr könnt mir das gar nicht glauben. Weil das wird so süß. Ich habe das im Trailer gesehen. Da kann man die Tiere dann auch so süß anziehen und so. Und dann haben die Katzen so einen Löwenkopf. Und, oh mein Gott, das ist so niedlich. Ihr müsst es euch auf jeden Fall angucken. Guckt es euch an und sagt mir Bescheid, wie ihr es findet. Ich bin echt mega gespannt auf eure Meinung allgemein. Ob ihr euch auch so über die Tiere freut. Und ich weiß, viele von euch lieben die Tiere. Und ich ja auch. Und oh, wir haben uns da alle zusammen so drauf gefreut. Und unser Traum wird endlich wahr. Ha, herrlich. Ja, und natürlich, also am meisten muss ich sagen, freue ich mich echt jetzt gerade auf die Gamescom. Ich bin schon richtig aufgeregt. Was heißt aufgeregt, ne? Ich bin ja eigentlich jedes Jahr auf der Gamescom, aber ich bin echt schon, wie immer, die Vorfreude ist groß, ja. Ich liebe die Gamescom, auch wenn es immer brechend voll ist und man sich da immer so richtig schön durchquetscht. Aber man weiß, die Leute sind alle aus demselben Grund da wie du, ja. Sie lieben die Spiele und Games allgemein, das Zocken so. Die Leute sind halt alle auf einer Wellenlänge. Ich habe da noch nie Palaver mit irgendjemandem gehabt, noch nie Streit, Stress oder irgendwas gesehen. Es war immer total harmonisch und auch in den Warteschlangen hat man sich dann immer angefreundet, wenn man da 5 Stunden stehen musste zusammen. Also irgendwie hat das immer irgendwas Schönes gehabt. Deswegen, ich liebe die Gamescom. Und wenn ihr hinkönnt oder dürft, dann solltet ihr auf jeden Fall nächstes Jahr dann auf jeden Fall dabei sein. Hört, hört, du hast geholfen und alle Patienten behandelt. Du hast großartige Arbeit geleistet. Jetzt wird es Zeit, wieder ans Werk zu gehen. Es gibt noch mehr Patienten, die behandelt werden müssen. Klicke auf dein Sim und wähle zurück zum Krankenhaus, um wieder an die Arbeit zu gehen. Das machen wir mal. Zurück zum Krankenhaus. Wir werden gebraucht, ja. Aber wir haben zumindest diese Aufgabe da oben erfüllt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Bringt uns nur leider nichts, weil wir immer noch nicht diese fucking OP haben, die wir wahrscheinlich niemals kriegen werden. Und wir werden für immer Billo-Arzt bleiben. Machst du nix. So, ich guck mal eben, was hier sonst noch so steht in den Kommentaren. Wir haben ja gerade heute mal ein bisschen Zeit. Liebe Mimi, irgendwie finde ich meistens Vampir-Outfit hässlich. Ich würde mich freuen, wenn auch ein allgemeines Umstyling käme. Ja, ein allgemeines Umstyling könnten wir eigentlich auch mal wieder machen, ne? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, oder? Ach nee, Freunde, diese Umstylings, ich liebe ja Umstylings, ich würde die am liebsten immer machen, aber manchmal irgendwie vergesse ich das dann auch wieder. So, jetzt muss jetzt hier mal jemand kommen. Du siehst doch aus, als ob du eine OP bräuchtest. Das ist doch scheiße, warum braucht ihr alle keine OP? Orb, Nurgle,
Ein Patient muss erst diagnostiziert werden, bevor eine OP angeordnet werden kann. Es ist zum Kotzen, ey. Komm, brauchst du eine OP? Okay, der braucht auf jeden Fall eine OP. Wir müssen ihm sein Gehirn rausnehmen und ein neues einsetzen. Was für ein Arbeitstag. Mason ist wieder zu Hause und hat 399 verdient. Irgendwie auch Billo, ne? Was ist mit Mason los? Muss der mal wieder befördert werden oder was ist da? Was ist da? Guck mal, er hier mit seinen pinken Schüchchen. Ganz nicer Typ. Ganz nicer Typ. So. Patient gegangen. Ja, tut mir leid. Abstriche nehmen. Augen untersuchen. Wir machen jetzt einfach hier mal alles. Körper untersuchen. Boah, ich habe irgendwie so ein bisschen die Nase zu, weil ich gestern auf der Arbeit die ganze Zeit in der Klimaanlage stand. Weil ich natürlich bei 20 Grad war, mir hat alles schon wieder zu warm. Ihr müsst wissen, mir ist immer alles zu warm. Ich bin immer so ein Schwitzmensch. Mir ist überall zu warm. Bei 10 Grad ist mir immer noch warm. Eric Spencer Kim wurde erfolgreich eine Gewebeprobe entnommen. Jetzt muss Mary sie mit dem chemischen Analysegerät testen, um Daten für die Diagnose zu erhalten. Mann, ey, ich will doch einfach nur eine OP. Warum kann ich das denn nicht irgendwie mal? Warum kann ich das denn nicht mal irgendwie... Oh, huch, Witten zu gehen. Patienten behandeln. Chirurgische Behandlung, du brauchst eine chirurgische Behandlung, ich sehe das. Das ist doch echt nervig. Warum, wie viele Leute soll ich denn hier untersuchen, bis das mal irgendwie mal läuft? Komm, ey, du vielleicht? Oh, die haben coole, Tats, wie man das jetzt so cool sagt. Ja, man sagt ja jetzt immer Tats, man sagt ja jetzt nicht mehr Tattoos, man sagt jetzt immer Tats. Wo kommst du denn her? Wir gucken den mal. Weißt du, der hat nichts körperlich, also der sieht so körperlich noch in Ordnung aus, deswegen vielleicht hat er irgendwas, was operiert werden müsste. Weil die hat auf jeden Fall hier irgendwelche Pickelprobleme, deswegen die müssen wir wahrscheinlich sowieso so behandeln. Die werden wir wahrscheinlich niemals irgendwie operieren müssen. Deswegen hängen wir uns jetzt mal an den hier. Ach, der hat doch auch schon diese katzenkomische Krankheit da. Ach Mann, ey, das ist so ärgerlich. So, Patienten untersuchen. Ja, eigentlich kann ich schon sagen, was das ist. Ehrlich gesagt. Aber jetzt kann ich noch gar nichts sagen, ne? Ne, ich muss erst noch ein bisschen mehr untersuchen. Warte, schwache Diagnose. Da braucht noch Gas und Kicher. Juckender Plumbock, keine Krankheit. Hä, aber der hat doch diese komische juckende Krankheit da. Das hatten wir doch auch schon voll oft. Dieses, dass man so gestreift ist wie ein Tiger. Hallo, was machen Sie hier? Das ist ein privater Untersuchungsraum. Gehen Sie bitte. Ach, ich glaube, das wird nichts mehr, Freunde. Ich glaube, das wird nichts mehr. Mary hat jetzt auch ein Hüngerchen. Dann lassen wir sie jetzt nochmal was essen. Also mit den ganzen OPs hier. Komm, kipp um, du brauchst eine OP. Oh ne, ich gebe, glaube ich, niemals auf. Das ist so ärgerlich, dass das so lange auch dauert, ne? Wir sind jetzt schon das vierte oder fünfte Mal mit auf der Arbeit und es ist immer noch keine OP gewesen. Das ist doch scheiße. Ich frage mich wirklich, was das soll. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich kann es euch wirklich nicht mehr sagen. Das ist einfach nur nervig und blöd. Ja, ja. Du brauchst auf jeden Fall mal einen Psychologen, keinen normalen Arzt. So. Dann ess mal, gönn dir mal ein bisschen. Ja, ja. Weißt du, du könntest dich ruhig mal um die Patienten kümmern, wenn ich schon hier Pause mache. Ich habe gerade Pause, aber du nicht. Eine Stunde Mittagspause steht mir zu, mein Freund, wenn ich 8 Stunden arbeite. Der Arbeitstag von Mary endet in einer Stunde. Yay! Und wir haben wieder nichts gerissen. Läuft bei uns. Selbst wenn wir jetzt eine OP gehabt hätten, hätten wir sie nicht mehr geschafft. Innerhalb von einer Stunde. Deswegen können wir es jetzt auch ganz lassen. Und wir pimpen lieber Marys Laune noch ein bisschen auf. Damit die ein bisschen besser gelaunt ist. Ich hoffe, die anderen sind gut gelaunt. Denn ich wollte da jetzt gleich mal eben den Geburtstag feiern. Unserer süßen kleinen Mäuse. Ich lasse mal erst den Liam altern. Und dann machen wir das mit Sarah. Ich bin mal gespannt, wie die beiden aussehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die beiden aussehen irgendwie. Ich bin immer gespannt, wie die beiden aussehen. Und dann haben wir die ja auch mehr oder weniger fertig. Ne? Dann sind die ja auch Teenager. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die nochmal ein bisschen wieder umstylen. So, Patient gegangen. Ja, Randy, der muss da bestimmt operiert werden. Weißt du, im Krankenhaus und voll Bakterien-Siff
Spülbecken. Mary hat heute gute Arbeit geleistet. Sie kann es schaffen, das Krankenhaus in einen Ort der Hoffnung zu verwandeln. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wenn wir da arbeiten. Das ist dann kein Ort der Hoffnung mehr. Das ist ein Ort der Trauer bei uns. Ach nee, Freunde, das ist einfach immer wieder witzig, oder? Ich mag die Girls-WG. Ehrlich. Ich sag's immer wieder. Gerne. Ich mag die Girls-WG einfach. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr Samstag auch auf der Gamescom seid oder in Köln wohnt, dann, das würde mich wirklich sehr interessieren und ja, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Was steht denn hier sonst noch so? Wie nimmst du das auf, Zocker Vivi? Liebe Zocker Vivi, ich nehme das Ganze mit OBS auf, Open Broadcaster Software. Das kann man sich kostenlos herunterladen und dann kann man das einfach mal so aufnehmen, ne? Das ist ganz easy peasy eigentlich. Das Aufnehmen ist auch nicht die Arbeit. Ja, bei Let's Plays zu machen. Das ist eigentlich das, was am wenigsten Arbeit macht, ja. Im Endeffekt ist es halt nur am zeitaufwendigsten. Aber das Schneiden und sowas, ne, wie zum Beispiel bei den Unboxing, wo ich wirklich immer sehr viel Liebe reinstecke, muss ich sagen. Bei diesen kleinen Videos gebe ich wirklich mehr Liebe rein als bei der Sims 4 oder bei Sims 4 Let's Plays, weil es einfach aufwendiger geschnitten ist. Heißt jetzt nicht, dass ich hier in Girls WG keine Liebe reingebe. Ich glaube, meine ganze Liebe steckt in der Girls WG, weil damit habe ich angefangen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, wir gucken mal eben. Die Mary ist ja gerade eh zu Hause, weil sie ist angespannt und denkt sich, ich bin so angespannt, ich muss erstmal eine Runde auf der Wasserrutsche rutschen. Nein, braucht sie natürlich nicht. Sie kann jetzt nämlich mal eben kochen und zwar einen Geburtstagskuchen. Ich würde sagen, einen Schokokuchen, weil ein Schokokuchen immer gut ankommt. Moment, ich muss mal eben das Mikrofon auf Stumm schalten. Einen kleinen Augenblick. So, da bin ich wieder. Ich habe irgendwie so ein bisschen jetzt schnupfi. Ey, das sieht so cool aus hier mit diesem 3D-Ding. Da bin ich ja letztens selber drauf reingefallen. Da habe ich doch gedacht, was ist das denn für Krater hier? Aber es sieht echt cool aus. Und unsere Bäume sind jetzt auch groß. Wir brauchen auch eine neue Kuhpflanze, weil unsere alte ja tot ist. Also müssen wir uns rein theoretisch auch eine neue angeln. Ich sage immer so oft rein theoretisch. Warum sage ich das eigentlich immer so oft? Weißt du, das sind so Sachen, die gewöhnst du dir so richtig an und irgendwann kriegst du sie nicht mehr los. Rein theoretisch, so, okay, jetzt, keine Ahnung. 5000 Sachen, die ich sehr oft sage, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sage ich auch sehr oft. Ach, Freunde. Da dürft ihr bloß nicht drauf achten, sonst wird das nachher unerträglich. Deswegen vergisst einfach, was ich gesagt habe. So, wir backen jetzt diesen Kuchen hier. Das stelle ich mal im... Okay, das stelle ich dann mal hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist denn das? Ey, wir haben auch so eine voll die coole Espressomaschine, ne? Warum benutzen wir sowas eigentlich nie? Hallo, Ray. Sie ist voll gut drauf. So, wir lassen Liam zuerst... was er denn? Laute Musik. Och, entschuldige. Ich habe ein bisschen schlecht gelaunt, weil er laute Musik gehört hat. So. Moment, das repariere ich hier mal eben. Ersetzen, damit das direkt wieder heile ist. Hat sie jetzt gerade die Pfanne genommen und das in den Kuchen noch mit reingeschüttet? Hat sie jetzt nicht gemacht, oder? Sie hat jetzt gerade das ekelhafte Essen, das Pfannengericht, was hier stand, noch mit in den Kuchen reingeschüttet. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, wir können nichts wegschmeißen, Freunde. Nichts wird hier weggeschmissen. Das ist ja ekelhaft. Öffnen. So, dann ziehe ich den mal eben hier raus. Celine ruft gerade mal an, aber wir haben jetzt gerade keine Zeit. So, ich mache da mal die Geburtstagskuchen drauf. Und dann würde ich sagen, lassen wir Liam mal altern, oder? Sollen wir Sarah einfach auch altern lassen? Ach komm, wir lassen einfach beide altern. Wir sind heute soweit. Es ist soweit. Komm. Liam, bitte. Wütend wie du bist. Stapf los. Es ist soweit. Du wirst alt, Junge. Wir kommen auch mit. Wir stapfen dir wütend hinterher. Wie er ankommt. Er zelebriert es auf jeden Fall total, dass er sauer ist. So wie ich. Ich zelebriere es auch immer. Wenn ich sauer bin, dann sieht man es auch. So, was ist jetzt hier? Kann er jetzt mal die Kerzen auspusten? Oh mein Gott! Liam ist älter geworden. Teenager sein, Liebesqualen, verschwitzte Sporthosen und hormonelle Veränderungen warten. Steig am besten in die Stiefel. Der Ritt beginnt hier. Juhu! Was machen wir jetzt? Ort? Achso, wir können jetzt noch... Okay, wir können jetzt noch ein Bonusmerkmal hier aussuchen. Ort, Bonusmerkmal, Halbvorteil. Diese Sims sind am glücklichsten, wenn sie sich in ihrer Heimatnachbarschaft befinden. Sport, hoher Stoffwechsel. Mit einem guten Stoffwechsel ist es einfach fit und in Form zu bleiben. Das nehmen wir, weil er will mal Bodybuilder werden, oder? Das finde ich irgendwie cool.
machen wir den Liam so richtig sportlich, weil der ist ja Masons Kind. Der muss natürlich ein bisschen sportlicher sein. Ich gucke gerade mal, gibt es hier nicht auch dieses eine, warte mal, kleptomanisch, er ist immer am Klauen. Einzelgänger, Bro, gemein, böse, gesellig, eifersüchtig, Insider, mag keine Kinder. Gibt es nicht hier so, wie heißt das jetzt nochmal? Ne, sehe ich jetzt gerade nicht. Was haben wir denn dann? Was machen wir denn da noch? Moment, ich guck mal eben. Ah, wahnsinnig, oder? Wahnsinnig ist irgendwie auch lustig. Eifersüchtig würde ich auch nicht schlecht finden. Haben wir auch noch gar nicht, ne? Dann machen wir eifersüchtig. Komm, machen wir einfach mal. Hallo! Und wie sieht er jetzt aus? Sieht er eher aus wie Mia oder sieht er eher aus wie Mason? Sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus Mia und Mason. Das ist wirklich wahr. Süß irgendwie. So, den müssen wir auf jeden Fall mal umstylen. Jetzt gucken wir mal eben, können wir da nochmal Geburtstagskerzen drauf machen? Dann machen wir das nämlich nochmal eben. Und dann lassen wir Sarah mal die Geburtstagskerzen hier auspusten. Kerzen auspusten. Sarah, komm bitte. Lass das iPad fallen. Es ist soweit. Auch du hast Geburtstag. Wie sie da rumgeslidet ist, habt ihr gesehen? So, ich mache immer auf schnell. So. Ich fahre schon mal vor. Hauptsache keiner feiert mit den Kindern, weißt du? Nein. Sie müssen einfach ganz alleine feiern um 21 Uhr abends. Oh mein Gott. Teenager sein, Liebesqualen haben wir alles schon. So, sie ist auf jeden Fall ein Vielfraß, finde ich sehr schön, passt auch irgendwie zu ihr. Und wir machen auf jeden Fall sie so richtig süß, oder? Das irgendwie so, weiß ich auch nicht, so süß. Wir machen die süß. Sie ist eine Seelenverwandte, sucht sie. Und romantisch machen wir sie. Oh mein Gott! Die Frisur, Alter! Geil! Oh ne, die Frisur geht aber gar nicht irgendwie. Ey, die Frisur geht wirklich gar nicht. Aber sie ist hübsch, ne? Sie ist wirklich sehr, sehr hübsch. Also muss ich sagen, so im Gesicht jetzt so ist wirklich sehr hübsch. Und sie hat die Figur ihrer Mutter, falls ihr wisst, was ich meine. Dominik hat Sarah ein Geschenk geschickt. Es wird bald mit der Post eintreffen. Oh, wie süß. Der kleine Junge hat ihr jetzt ein Geschenk geschickt. Och, wie süß. Ich gehe mal eben gerade Outfits planen, dass ich die Sarah mal eben, wenigstens mal eben kurz eine andere Frisur. Ja, eine andere Frisur. Und das machen wir jetzt noch eben kurz. Und ja, das Umstyling, das machen wir dann auf jeden Fall demnächst. Oder in der nächsten Folge machen wir schon so ein bisschen, dass wir Sarah und Liam wenigstens schon mal so umstylen. Und dann machen wir nochmal ein großes Umstyling. Das machen wir auf jeden Fall, damit wir dann alle nochmal umstylen können. Aber wenigstens mal eben kurz andere Haare. Das kann ich mir ja nicht geben hier, diesen Afro. Welche Haare nehmen wir denn? Ach, sie ist aber süß irgendwie. Das muss ja auch hierfür sein, ne? Moment, sie ist jetzt Teenager. Welche Haare passen denn da? So sieht auch irgendwie süß aus, ne? Sieht aus wieder wie Mary. Ach, nee. Ist immer so niedlich irgendwie. Aber von Mary und Dominik, die Kinder sind auch total hübsch, ne? Die erinnern mich immer so an Celine, ist ja auch so hübsch gewesen. Jetzt auch so dicke Postbäckchen irgendwie, total niedlich, weiß ich auch nicht. Ich mag das irgendwie. Sollen wir einfach hier diesen kleinen Zopf geben? Komm, wir geben ja einfach diesen kleinen Zopf. Wir lassen jetzt mal das Arm... Wenn ich einmal im Cast bin, dann kann ich mal aufhören. Ich muss ihr auf jeden Fall eben ein anderes Outfit noch geben, weil das geht eben gar nicht. Das sieht irgendwie voll Cosplay-mäßig gerade aus, oder? Voll cool. So, warte mal. Ich gebe ihr einfach mal irgendwas jetzt, was sie anziehen kann. Warte mal, wir haben hier doch vorgefertigte Looks, oder? Nehmen wir da was von. Probier mal diesen Style hier. Aber sie ist ja eher so süß angehaucht. Also deswegen würde ich sowas Cooles hier vielleicht nicht nehmen. Das beißt sich mit ihren Haaren. Was gibt's denn hier so? Och, ich bin ja die Schweife schon wieder ab. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Nee, das finde ich irgendwie doof. Das finde ich schön, aber es ist ein bisschen overdressed. Das ist ganz süß. Das finde ich süß. Das gebe ich ihr jetzt einfach mal. Das passt
passt doch irgendwie zu ihr. So, das nehmen wir jetzt einfach mal eben kurz. Und dann machen wir ja nochmal ein gesondertes Umstyling. Also, Sarah und Liam sind endlich gealtert. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ich hatte ja gesagt, heute kommen zwei Folgen, aber es ist dann jetzt quasi eine Doppelfolge. Direkt ineinander. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht schöner, wenn man es direkt am Stück gucken kann. Und ansonsten kann man ja auch Pause drücken und dann später weiterschauen, falls euch das zu lang ist. Aber, ich dachte, so eine Doppelfolge ist vielleicht heute mal einfach ganz cool, weil ich ja eine Folge quasi geschwänzt habe und ja, ihr habt es einfach verdient, dass ihr eure Girls WG natürlich zu sehen bekommt. Deswegen heute mal eine richtig lange Folge und ja, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, damit habe ich es einigermaßen wieder gut gemacht. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken. Ich würde noch gerne so ein Foto machen von den beiden. So ein Selfie. Selfie-Time! Warte mal, zieh dir mal ein Outfit an. Jetzt hat sie natürlich die Haare nur für das Outfit, aber okay. Moment, ich guck gerade mal. Foto machen mit. Warum kann ich denn jetzt nicht mit ihm ein Foto machen? Ach, weil er pennt, der Idiot. Komm mal hier hin. So. Jetzt nochmal. Foto machen. Ach. Nicht von. Freunde, Foto machen mit Liam. So, dann macht ihr beiden mal noch ein schönes Foto, bitte. Er im Schlafanzug, sie voll aufgedresst. Ah, die beiden, oder? Oh, sie ist so süß. Sie hat so ein Puppengesicht irgendwie. Oh, oder? Beide total süß, finde ich. Echt? Mega. Mega niedlich. Ach nee, Freunde. Ja, gut. Das war's dann auf jeden Fall für diese Folge. Wir haben einiges erreicht, einiges geschafft. Und Liam und Sarah sind jetzt endlich gealtert. Ich hoffe, ihr freut euch. Schreibt mir auf jeden Fall zu den ganzen Informationen gerne was in die Kommentare zur Gamescom, zum Erweiterungspack, zur Götter-G allgemein, falls ihr irgendwelche Anregungen habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst. Hau da rein. Tschüssi.